I continue to think we have to make fundamental changes in civil rights. And those civil rights, by the way, include not just only African Americans, but the LGBT community. He wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to, for the ability to, for the. Zwischen diesen Aufnahmen liegen genau 4 bzw. 5 Jahre, also sehr, sehr wenig. Aber was sehr deutlich wird, ist, er wirkt so viel älter und es ist ganz klar zu erkennen, es ist der Amplituden- und Frequenzverlust. Amplitudenverlust, das heißt, der Umfang der Bewegungen von Joe Biden ist nahezu null. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Hat er vor wenigen Jahren noch sehr schnell und weit seinen Kopf nach links und rechts gedreht? Hat er seinen Unterkiefer deutlicher bewegt, auch mit seinen Augen mehr Bewegung gezeigt? Ist das jetzt nahezu nicht mehr sichtbar. Der Kopf bleibt sehr steif, der Unterkiefer bewegt sich nahezu gar nicht mehr. If you're able to vote in person, vote whatever way is the best way for you, because you will, he cannot stop you. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol. Und Nummer 2. Mindestens ebenso wichtig ist der Frequenzverlust, also das Tempo. Sehr schnell war er vor wenigen Jahren noch, auch seine Worte kommen sehr ruckartig manchmal hervor, nämlich auch Zwerchfell, die Spannung im Rumpf ist ja auch Körpersprache. Also das ist noch mit hoher Frequenz, mit hohem Tempo und wir sehen schon beim Hin- und Herwenden, wirkt er weit agiler. I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I oppose. Das Paradoxon der ganzen Sache ist, grundsätzlich hat es nichts mit seinen geistigen Fähigkeiten zu tun. Das heißt, möglicherweise ist er geistig sehr wach, allein wir glauben es ihm nicht mehr. Warum? Sobald die Körpersprache eben Alter und vielleicht auch Vergesslichkeit signalisiert, ist uns einerlei, ob dieser Mensch klug ist oder nicht. Wir glauben ihm diese Klugheit einfach nicht mehr.